Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wir haben in den letzten Parts die Top 4 noch einmal besiegt in den Rematches. Und jetzt erwartet uns nur noch unser Rivale. Unsere Pokémon sind voll geheilt. Mimion ist vorne. Und auf geht's. Epische Musik for the win. So, ja, der ist der Champion der Liga, bla. Wir haben den bisher immer besiegt und er hat, also, er hat bisher immer verloren. Und, oh, okay. Ich habe falsch getippt, er fängt mit seinem Scaraborn an. Ich habe eigentlich gedacht, er fängt mit seinem Taubos an. Ja, das ist jetzt nicht so toll, denn der kann deswegen jetzt angreifen, aber es ist eh nicht effektiv. Ein Flammenwurf ist, sehr effektiv und mal schauen. Okay, es zieht mehr als die Hälfte ab. Das ist sehr gut und er brennt. Das ist auch gut. Und das ist weniger gut. Mann, warum kann der denn eine Gesteinattacke? Das ist nicht so toll. So. Oh, der setzt jetzt schon eine Top-Genesung ein. Okay, wenn er meint. So, Flammenwurf nochmal drauf. Volltreffer wäre mal schön gewesen, aber nein. Wir setzen gleich mal eine Top-Genesung ein. Denn, na okay, das hat es jetzt nicht so gebracht, weil wir es gleich wieder abgezogen bekommen. Sogar noch mehr. Alter. Ich hoffe, ich bin jetzt schneller. Bin ich aber nicht. Verdammt. Ja, okay, das lief jetzt nicht ganz so toll. Wen tun wir denn dann rein? Dann tun wir Mimion rein. Der es mit einer Psychokinese richten sollte. Ja, ist auch sehr effektiv. Stimmt. So, viele EP. Und was kommt jetzt? Ich glaube, das war Akani, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ah, okay, ich lag falsch. Ja, wir lassen trotzdem ihn hier mal drin. Denn Psychokinese haut ziemlich rein, aber Aquane hat viel KP. Und okay, wir werden das Match aber verlieren, wenn wir so weitermachen, denn der ist schneller. So, Top-Genesung. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt auch eine einsetzen. Ah, nee, nicht mal. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt angreifen will. Oder auch nicht. Alter, wie viel hat denn das jetzt gezockt? Okay, wir haben. Der war Level 73. Übertreibst du. Tyranitar. Oh Gott, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ach du Scheiße. Okay, das ist übel. Das ist richtig übel. Eieieiei. Okay, das wird ein harter Gegner. Welches Level hat der? 72, glaube ich. Alter. Das ist Lavitar. Oder ist Lavitar die Vorentwicklung? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Und Knirscher haut schon einiges rein. Und dass ein Sandsturm tobt, will mir nicht so gefallen, weil der zockt mir auch immer noch ein bisschen was. Surfer, komm. Das dürfte relativ viel zocken. Ich denke, der ist Boden. Und ja, es war ein Volltreffer, super effektiv und Level 73 für uns. 73, sag ich schon. 63. 73 waren in dem seine Pokémon. Exeggutor. Ich glaube. Ja, okay, lass ich mal drin. Ich glaube, das ist jetzt, ja genau, Kokowai. Da können wir mit Eisstrahl reinwäschen. Hoffe ich. Ja, okay, der wird aber auch vom Sandsturm getroffen jetzt immer. Ja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man den nicht als letztes einsetzt und dann die anderen Pokémon auch drunter leiden müssen. Und ich hoffe, das steckt unser Aquana weg. Tut es aber nicht. Verdammt. Na okay, Mimion rein. Psychokinese ist zwar nicht sehr effektiv, weil Kokowai auch den Psycho in sich hat, aber es haut trotzdem rein. Oh nein. Top-Genesung setzt er ein. Verdammt. Psychokinese, bitte zieh mehr als die Hälfte ab. Nein. Achso, ist gar nicht effektiv. Okay.
Ja, was machen wir denn da? Da müssen wir einen Beleber wohl einsetzen. So, auf Flame. Oh, Schlafbruder, oh mein Gott. Zum Glück hat das nicht getroffen. Ja, der wird auch immer vom Sandsturm getroffen. Zum Glück, das ist sehr schön. Aber ich auch, also gleicht sich sowieso wieder aus. Flame rein. Ich hoffe, der setzt jetzt keine Psychokinese ein, weil dann kann es nochmal eng werden. Na okay, Schlafbruder ist jetzt auch nicht das Wahre, weil dann muss ich den erst aufwecken. Und dann muss ich eine Runde aussetzen wahrscheinlich. Eieiei. Full Heal. Heilt das auch? Quatsch. Heilt das das? Ja, heilt. Okay. Sehr gut. Nein, 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 nein. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Ich tue einfach mal Busch rein. Weil der wird... Ah, nee, der kann ja Psychokinese. Okay, ich war blöd. Naja, egal. So. Belebe. Nochmal auf Flame. Ich hoffe, der macht eine Pflanzenattacke. Glaube ich aber nicht. Ja, genau. Habe ich mir schon gedacht. Das wird uns besiegen. Genau. Okay, Flame rein. Okay. Okay. So, ich hoffe, wir sind jetzt schneller, weil dann dürfte er down sein. Und ja, wir sind schneller. Und das sollte ihm den Rest geben. Gut. Gut, Level 73 sind dem seine Pokémon alle. Das ist schon heftig. Okay, jetzt kommt sein stärkstes Pokémon wahrscheinlich. Da kommt Mimien rein. Mit Donnerblitz. Eieiei, das könnte übel werden. Level 75 übertreib. Alter. Nein, ich habe Psychokinese aus Versehen eingesetzt. Ich bin so dumm. Oh, Regentanz. Das stärkt seine Attacken, also seine Wasserattacken. Das ist nicht so toll, aber dafür treffen meine Elektroattacken dafür immer, wenn es regnet. Und das ist dann von Vorteil. Komm schon, ich muss es überleben. Tue ich aber nicht. Weil ein Donnerblitz hätte gereicht. Dann wäre er down gewesen. Ja, wen kann ich jetzt einsetzen? Ist beides sehr schlecht. Okay, der hat eine Beere. Das ist auch sehr schlecht. Belebe auf Aquana. Ja, okay, das wird uns umhauen. Eieiei, also das ist eindeutig sein stärkstes Pokémon. So, ich werde jetzt versuchen, mit Aquana hier ein bisschen hinzuhalten, damit ich Mimien noch komplett aufheilen kann. Aber ob das... Oh Gott, der kann auch Erdbeben. Was hat denn der für Moves, Alter? Top-Genesung. Ich setze auf Patrick ein. Dann hält der nämlich noch mehrere Runden durch. Ich hoffe auf 3. Das wäre schon gut. Und dann kann ich die anderen wieder aufheilen, so lang. So. Mimien noch aufheilen. Ja, Erdbeben. Und, was ich auch machen werde, ist, ich heile Busch auf, denn der kann hier auch ganz gut skillen. Und das musste noch überleben. Danke. So, Top-Genesung auf Busch. So, jetzt wird er down gehen. Genau. Und tschüss. Mimien rein. Na, wobei, ich tue Busch rein. Gigasauger. Nein, der kann Eisstrahl, verdammt. Okay, dann sind wir jetzt sowieso down. Oder auch nicht. Coole Sache. Gigasauger, komm. Hau, gib ihm den Rest, aber es wird nicht reichen. Verdammt, jetzt setzt er bestimmt eine Top-Genesung ein. Ja, das war klar. Ach, Mann. Ich hätte doch lieber Mimion reintun sollen, weil der hätte es dann richten können, komplett. Aber naja, man weiß ja nie. Setz Hydro-Pumpe ein. Nein, schade. So, dann ist der auch wieder down.
Mimion rein. Donnerblitz. Bam. Ja, Volltreffer. Ich bin ein Glückspilz. Boah, 5000 EP. So, jetzt kommt sein Akani rein. Rocko rein. Ich weiß jetzt nicht, soll ich auf Nummer super sicher gehen? Ich würde sagen, ich gehe auf Nummer super sicher und heile noch Aquana. Weil dann sind wir eindeutig auf der sicheren Seite. Ich wette, ich hätte es auch mit. Oh, der kann. Eine Eisen. Eine Stahlattacke. Das würde mir nicht gefallen. Erdbeben. Nein, ich bin langsamer. Gut, dass ich Aquana geheilt habe. So, aber jetzt werde ich ohne trotzdem noch Rocko wiederholen. Falls der hier was ganz Fieses einsetzt. Turbo-Tempo, okay. Überlebt er. Gut. Surfer. Nein, der ist nochmal dran. Verdammt. Nein, 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 nein. Oh, Money. Oh, Money. So, ja. Belebe. Auf Aquana. So machen wir das jetzt weiter, bis der irgendwann mal was Falsches macht. Ja, okay, das war jetzt wieder doof. Oder wir greifen irgendwann mal mit Aquana einfach an. Und das werde ich jetzt machen. Weil das überlebt er. Außer es ist Volltreffer, was natürlich nicht ausgeschlossen ist bei meinem Glück. So, das hat schon ganz gut reingehauen. Dann machen wir noch eine Top-Genesung auf Aquana. Und dann dürfte er uns nicht mehr so viele Probleme bereiten. Ja, vor allem mit Turbo-Tempo zockt er nicht allzu viel. Surfer und er dürfte down sein. Und dann haben wir ihn besiegt. Hat aber eine ganze Weile gedauert. Er war stark. Hatte gute Pokémon, aber wir haben ihn wie schon so oft besiegt. Jo. Und wir sind auch in den Rematches wieder der Meister geworden. Wir sind der stärkste Trainer der Welt, nicht unser Rivale, wie er es immer gedacht hat. Weil er seine Pokémon nicht mit Liebe trainiert hat, im Gegensatz zu mir. Das labert uns auch gerade hier Professor Eich rum. So. Und wie schon beim letzten Mal dürfen wir noch uns noch in der Ruhmeshalle eintragen. So. Hier haben wir nochmal unsere Pokémon, werden wir jetzt nochmal sehen, wen wir denn hatten. Ja, Saving, das ist gar nicht so schlecht. Mimion Level 66, Aquana Level 63, Rocko Level 59. Okay, muss man nicht nennen. Flame 61 und Busch 59. Ein geiles Team, muss man sagen. Also es hat gut geklappt mit denen. Hat mir Spaß gemacht mit denen. Ich habe die meisten davon noch nie trainiert gehabt davor, außer eben Glurak, das hatte ich so ziemlich immer, wenn ich es durchgespielt hatte. Aber die anderen hatte ich wirklich erst selten oder noch gar nicht. Naja, aber es war eine ganz gute Entscheidung. So, jetzt sehen wir hier nochmal den Abspann und dann ein Endezeichen am Ende des Abspanns. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei, denn wir waren noch nicht in der Sieges... Nee, nicht in der Siegesstraße, Quatsch, da waren wir schon. Wir waren noch nicht in der Höhle in Azuria City. Denn da konnten wir die ganze Zeit nicht rein. Da kann man erst rein, nachdem man die Pokémon-Liga gemacht hat oder nachdem man sogar die Rematches gemacht hat erst. Das bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehen wir hier nochmal die Starter, Glurak. So, und ja. Hier sehen wir nochmal die Städte vorbeifliegen. Das kam schon beim letzten Mal, als wir die Pokémon-Liga als zum ersten Mal durchgespielt hatten. Naja, die Namen sind immer wieder witzig. Sugimoro, Fujiwara, Morioto, Ota, Yawasaki, bla. Ja, ja. So, der zweite Starter, dann sind schon zwei Drittel des Abspanns vorbei, denke ich. Keine Ahnung, bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hat mir das... Ich kann ja schon mal so eine Art Schlusswort sagen, auch wenn es noch gar nicht das Schlusswort ist.
Mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht, also ich hatte Spaß beim Aufnehmen und ich hoffe, das hat sich auch so ein bisschen auf euch übertragen, dass ihr Spaß hattet beim Zusehen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass hier ist jetzt so der 48. Part, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber ich habe erst bis Part 10 hochgeladen, was ein bisschen witzig ist. Also, es ist viel geschehen, was ihr noch nicht gesehen hattet. Bis hierher. Könnte man sagen. So, irgendwie. Naja, und jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein, was ich sagen könnte. Und der Abspann sollte mal vorbei sein. Komm, die Musik fängt schon an, hier so nach oben hinaus zu gehen. Und dann irgendwann kommt der fette Abschluss. Oh nee, jetzt kommt noch Pikachu. Was hat denn der hier zu suchen? Der macht doch gar nicht richtig mit. War nicht mal ein Starter oder so. Special Tanks? Okay, das könnte doch das Ende sein. Ja, 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 ja. The End. Ja. Natürlich ist es nicht The End. Und das habe ich ja gerade schon erklärt. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Und ich hoffe, da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao, Leute.